Mehrere hundert Bauern haben mit ihren Traktoren rund um den Flughafen Frankfurt am Main protestiert. Laut dem Hessischen Bauernverband ging es darum, Aufmerksamkeit für die Proteste gegen den geplanten Subventionsabbau beim Agrardiesel zu erzeugen. Auch sollte auf die Sorgen der Landwirte um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen werden. Polizei und Flughafengesellschaft hatten Passagiere dazu aufgerufen, mehr Zeit für die Anreise einzuplanen. Die Zugänge zu den Terminals wurden durch die Aktion aber nicht blockiert, sodass die Fluggäste ungehindert zu ihren Maschinen gelangen konnten. In Deutschland und anderen europäischen Staaten protestieren Landwirte derzeit gegen die Politik ihrer Regierungen und der EU. In Deutschland entzündete sich der Unmut an geplanten Subventionskürzungen angesichts der Haushaltskrise.